Hallo, hier ist der Thomas von Dotspot. Heute möchte ich euch die Powerstations PS2000 Pro und PS1000 Pro von Elomax vorstellen. Die beiden Powerstations unterscheiden sich im Wesentlichen in der Speicherkapazität und in der Entnahmeleistung. So hat die PS2000 eine Speicherkapazität von 2000 Wattstunden und eine Dauerentnahmeleistung von 2000 Watt, kurzzeitig 4000 Watt. Und die kleine, die PS1000, hat eine Speicherkapazität von knapp 1000 Wattstunden und eine Entnahmeleistung Dauerbetrieb 1200 Watt bzw. 2400 Watt kurzzeitig. Da wäre zunächst mal das übersichtliche Display, wo man den Ladestand der Akkus und die Leistungsdaten für Input und Output ablesen kann, sowie die prognostizierte Lade- bzw. Entladezeit, die noch zur Verfügung steht bei der gerade anstehenden Leistung. Zusätzlich hat das Display noch Fehlerstatusanzeigen. Das Gerät hat ja eine umfangreiche Schutzfunktion gegen Über- und Unterspannung sowie gegen Über- und Untertemperatur und natürlich auch einen Kurzschlussschutz. Auf der Vorderseite haben wir zunächst mal den Einschalter für die Powerstation. Dann haben wir hier eine Leuchte, wo man auch eine SOS-Funktion einstellen kann. Dann haben wir hier 6 verschiedene USB-Anschlüsse, also 4x USB-A und 2x USB-C, wobei die USB-C-Anschlüsse bis 100 Watt belastbar sind. Das ist vor allem ein Vorteil, wenn man einen Laptop oder sowas anschließen möchte. Zusätzlich haben wir hier noch 12 Volt-Anschlüsse, 2x Hohlbuchsen, 1x ein Zigarettenanzünderbuchse und wir haben dann hier noch eine XT60-Buchse, 12 Volt, die bis 25 Ampere belastbar ist. Die große Powerstation verfügt über 3 Schuko-Steckdosen, die hier über einen separaten Schalter aktiviert werden. Wir haben hier 3 Schuko-Steckdosen. Die kleine Station hat 2 Schuko-Steckdosen. Auch ganz interessant, die kann man umschalten zwischen 50 und 60 Hertz. Die beiden Powerstationen bilden die ideale mobile und sichere Stromversorgung für Camping, Freizeit, Arbeit oder im Falle eines Stromausfalls, wo auch immer. Sehr gute Funktion ist, dass die auch als unterbrechungsfreie Stromversorgung fungieren können. Das heißt, wenn man die Station zwischen einem PC und der Steckdose schaltet, hat man so bei Stromausfall eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Wir liefern die Stationen mit umfangreichem Zubehör. Man hat also einmal die Möglichkeit, die mit der normalen Netzzuleitung aufzuladen an der Schuko-Steckdose. Man kann das Ganze über ein Solarpanel aufladen und aber auch über einen Kfz-Zigarettenanzünder. Sämtliche Adapterkabel sind im Lieferumfang enthalten. So, die ideale Ergänzung für die Powerstations sind natürlich Solarmodule zum Aufladen. Gerade im Campingbereich bieten sich da solche Klappmodule an. Wir haben hier 2 Stück im Programm, also einmal eins mit 300 Watt und eins mit 400 Watt. Je nachdem haben die dann mehr oder weniger ausklappbare Einheiten. An dem Panel ist ein Anschluss dran, der direkt an die Buchse der Powerstation angeschlossen wird. Dann hinten an dem Panel sind mit Klett so Stützen dran, damit man sie im optimalen Winkel aufständern kann, so wie hier gezeigt. Und schon ist das Panel dann aufgebaut. So, weitere Infos zu den Geräten findet ihr unter der Homepage www.elomax.de.